Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für den Monat Mai. Hier habe ich für euch schon mal hergerichtet, mit welchen Kartendecks wir arbeiten, nämlich mit diesen vier inklusive dem Lenormand. Ich verlinke sie euch alle unten in die Infobox und ich würde sagen, wir schauen rein, was darf denn für euch die Message für den Monat Mai sein. Hallo meine lieben Wagen, herzlich willkommen hier bei mir bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sunny und wir starten heute den Blick für euch in den kommenden Monat Mai. Ihr Lieben, bitte seid so ehrlich und bedenkt, ist eine Kollektivenergie, kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente oder auch gar nichts. Ich freue mich auch über jeden, der hier neu auf unserem oder meinem Kanal ist und natürlich freue ich mich auch über jeden eurer Kommentare, über eure Daumen hoch, eure Feedbacks, eure Likes. Abonniert gern den Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Ihr Lieben, wir starten rein in den Monat Mai und haben am 8. Mai einen Neumond. Oh! Und am 23. Mai den Vollmond, den man auch ganz gerne Vollblütenmond nennt. Ihr Lieben, ne? Der Mai steht ja für das Erblühen einer Vielzahl von Blumen. Ne? Die Welt ist in Aufruhr und breitet sich wieder in ihrer vollen Farbpracht wie auf meinem Kartendeck aus. Und der Mai steht ja auch für die Zeit einer erhöhten Fruchtbarkeit. Die Energien, die bis jetzt auf den Tisch liegen, sind ganz ehrlich noch nicht fruchtbar, aber wir starten jetzt einfach mal rein. Wir haben hier nämlich den Dragon Slayer, die Höhle des Drachens. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Gut, dann bedeutet die Karte wohl etwas Schöneres, als dass es aussieht. Du verfügst über ein bemerkenswertes inneres Warnsystem, das dich wissen lässt, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. Du bist dabei, gefährliches Terrain zu betreten, also setze deine Schritte vorsichtig und achte darauf, was dich umgibt. Der Pfad, den du jetzt folgst, stellt für dich eine harte Prüfung dar. Dennoch hat die Gefahr auch etwas Faszinierendes und Beflügelndes, wie das Wagnis, eine neue Beziehung einzugehen. Ja, mir kommt hier so das Glatteis rein. Du hast so ein bisschen Angst, dich in die Höhle des Drachens zu begeben. Ja, hier haben wir beides dabei, was Beflügelndes, aber auch ein Warnhinweis darauf zu achten, wo du deine Schritte hinsetzt sozusagen. Ein intensiv gelebtes Leben bewegt sich nicht nur in sicheren Bahnen. Du bist zu einer neuen Art von Erfahrung aufgerufen, die deinen Mut auf die Probe stellt. Wow, die Wahl liegt bei dir, aber du wirst mehr davon haben, wenn du dich auf das Risiko einlässt, als der Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Ja, schauen wir mal. Set boundaries. Ja, setz gesunde Grenzen. Claim your power and know your value today. Hol dir deine Kraft zurück, ja, und wisse deinen Wert heute. Mir wird gesagt, ihr lieben Wagen, ihr habt hier auch so eine Transformation hinter euch oder seid auf dem Weg zu lernen, gesund euch abzugrenzen, Grenzen zu setzen, ja. Habt vielleicht in der Vergangenheit immer viel zu viel gegeben, habt euch Situationen angepasst und habt euch selber dabei vergessen. Jetzt dürft ihr euch hier in die Höhle des Drachens begeben. Ein Abenteuer wartet auf euch, ne? Ihr dürft euch hier die Stufen hinaufklimmen. Ihr könnt das große Ganze noch nicht sehen und habt Angst, dass ihr hier wieder runterrutscht, nämlich dann in die Höhle des Drachens. Ich habe so das Gefühl, als steckt ihr hier im Sumpf fest wie der Elefant, ja? Ne? Feststecken im Sumpf mit der 24, nicht wissen, welche Entscheidungen die richtige für euch sind. Hier geht es mit der 6 um die Liebenden im Tarot. Du bist aufgefordert, anzuhalten, um des Wunders deines Lebens inne zu werden. Ja, du wirst hier ausgebremst, um zu reflektieren, was macht denn dein Herz glücklich. Wenn du dich abkämpfst, wirst du dich nur weiter in eine verfahrene Situation hineinarbeiten. Ja, schaut mal, was mir gerade gezeigt wird. Für den Elefanten ist selbst der Vogel schon zu schwer. Wenn ihr einmal in dem Sumpf feststeckt, dann wiegt dieser Vogel auch ganz schön schwer. Und hier ist so der Hinweis drin, vielleicht hast du das Gefühl, in einer verfahrenen Situation festzustecken und hast das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen, vorwärts zu kommen, endlich aus dem Sumpf deines Lebens
auszusteigen. Hierzu ist es allerdings notwendig, gesund Grenzen zu setzen, um auch zu entscheiden, für welchen Weg entscheidest du dich, welcher Weg beflügelt dein Herz. So, ihr Lieben, wir schauen hier noch ins Psychic-Tarot vom Hay House Verlag, meine neuen Karten. Ja, ihr Lieben, die Welt, Universe. Ein alter karmischer Kreislauf möchte sich schließen, ein neuer Zyklus möchte beginnen, eine neue Welt wartet hier auf dich, ne? Trau dir das Abenteuer zu, geh auch das ein oder andere Wagnis ein. Die Welt ist eine große Arkana, ja, mega. Das heißt, auch wenn du das Gefühl hast, du steckst hier im Sumpf fest, im teuflischen Gefangensein sozusagen, ja, in Temptation, in Abhängigkeiten, in Süchten, so möchte hier die Welt jetzt dieses alte Missbrauchsspiel, Machtmissbrauch sozusagen, alles Toxische, alles Ungesunde, bezogen auf die Arbeit, auf die Familie, auf Freundeskreise, auf Partnerschaften, alles Toxische möchte jetzt die Welt für dich abschließen. Ein alter karmischer Zyklus darf geschlossen werden und du darfst dich befreien, emotional dich befreien von auch Süchten und Abhängigkeiten, von bringe Balance in die Mäßigkeit sozusagen oder bringe Mäßigkeit und sorge für Balance in deinem Handeln und Fühlen. Movement, Choices, Decisions. Ja, ihr Lieben, Bewegung, Wahl und Entscheidungen. Wir haben hier die zwei der Münzen, ja. Setze Prioritäten, triff eine Entscheidung, wege gut ab, ja. Hier ist auch die Karte für das Multitasking sozusagen. Abwägen, welchen Weg schlägt man denn ein? Ja, nichts anderes haben wir hier oben schon gesagt. Hier, ihr lieben Wagen, steht für euch im Monat Mai ein Abschluss von Toxischem an. Wenn ihr es schafft, euch neuen Abenteuern hinzugeben, bereit seid, euch in die Höhle des Drachens zu begeben und endlich aus dem Feststecken in dem Sumpf zu befreien, nämlich indem, dass ihr lernt oder gelernt habt, bewusst und gesund Grenzen zu setzen. Seek guidance in this, it is time for a different perspective. Ja, wechsle die Perspektive, sehe den versteckten Segen in dieser Situation, ja, im Abschluss von allem toxischen Alten. Warum fällt die jetzt noch raus? You are wanted. There is a home waiting within. Da wartet ein Zuhause in dir selber. Finde Stabilität und Sicherheit in dir selber. Sorge für Stabilität und Sicherheit und verschöne auch dein Zuhause, auch dein Körper, deine Bedürfnisse, ja. Finde hier wieder die Farbvielfalt, wie in den Wolken hier erkennbar im Monat Mai. Belebe vielleicht auch deinen Kleidungsstil durch den Wandel in Farben und erkenne hier, ne, die Blüten wollen wachsen. Erkenne den versteckten Segen aufgrund der Herausforderungen der Vergangenheit, ihr Lieben. Wir haben nochmal, wechsel die Perspektive mit dem Gehängten, wandle deine Gedanken um, wandle deine Welt um. Du darfst hier loslassen von alten Traditionen und Werten, wird mir gesagt, darfst in die Bewegung kommen, eine Wahl treffen und auch lernen, Entscheidungen zu treffen. Ja, ihr lieben Wagen, ist da kommt er nochmal. Okay, na dann. Er möchte, er darf. Ja, große Arcana-Karte, der Gehängte, der die Perspektive wechselt, der Erkenntnisse bekommt, der aber auch das Gefühl hat, festzustecken, ewig im Sumpf festzustecken. Nichts geht vorwärts. Ja, ihr Lieben, eine schwere Energie. Also so richtig ein bisschen drückend aufs Gemüt. Ihr seid hier dabei, mit den Acht der Kelchen euch weiter zu bewegen, emotional von etwas zu distanzieren, alle nicht mehr erfüllenden Gefühle hinter euch zu lassen, ja, alles Toxische, auch wenn schweren Herzens, hinter euch zu lassen und Richtung 2 der Kelche, Richtung neuem Tag sozusagen voranzugehen. Ihr wollt mehr, ihr wollt glücklich sein, erfüllt sein und aus diesem Feststecken in Emotionen und Gefangensein euch befreien, ja. Hier habt der ein oder andere mit einem Ritter der Schwerter zu tun. Vielleicht ist es auch per se eure Energie, die hier geheilt werden darf, ja, vielleicht mit dem Kopf durch die Wand wollen, Kurzschlüsse machen, Schnellschlüsse machen,
ab und an auch mal übers Ziel hinaus schießen, eilig haben. Aber der Ritter der Schwerter steht auch dafür, seinen Fokus zu finden und sein Ziel zu verfolgen, ohne sich von links oder rechts ablenken zu lassen. Ja? Hier bist du gefragt, in die Bewegung zu kommen, dich auf dein Motorrad zu schmeißen oder ins Auto zu setzen oder einfach nur aktiv zu werden, voranzugehen und deinem Fokus treu zu bleiben, dich neu auszurichten, weil du dich ja hier befreist von allem Ungesunden. So, okay, ihr Lieben, bei euch wird mir gesagt, ich soll dreimal abheben, dann machen wir das. So. Wir ziehen jeweils dreimal zwei Karten für den Monat Mai. Ich erkläre es euch kurz. Da steht ihr aktuell. Das ist die Herausforderung im Mai und das ist der Tipp der Karten. Und hier unten die drei sind die Entwicklung des Monats Mai, wie es weitergeht. An der unterliegenden Seite des Decks alles, was im Verborgenen liegt. Jawohl, die Machtkämpfe, Konkurrenz, Herausforderungen durchsetzen. Viele Meinungen, viele Ideen, viele, ja, Stimmen von außen. Du möchtest hier nach dem Feuer greifen, ja, bist vielleicht auch des Kämpfens müde, aber mir wird eher gesagt, auch wenn du das Gefühl hast, hier du steckst fest, ist euer Motto, ihr lieben Wagen, jetzt im Monat Mai so ausgerichtet, ihr dürft aktiv werden, euch vorwärts bewegen und auch in Bewegung kommen. Ja, greife hier nach den Sternen, greife nach deinem Seelenfeuer, finde heraus, was dich begeistert, motiviert. Auch die fünf der Stäbe stehen für das Trainieren, für das Dazulernen, für das Erweitern des Gewichts, ne? Muskelaufbau, Fitnessstudio. Hier geht es darum, nur durch das ständige Erweitern und immer mehr Widerstand wird man auch stärker. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir klären mal ab und starten mit eurer Energie. Der König der Kelche und die Königin der Schwerter. Ja, also mir kommt es hier so rein, ihr seid in der Energie der Königin der Schwerter, auch ihr lieben Männer, seid so lieb und dreht es euch um, aber per se ist es auch eure Energie, ne? Ist ja immer geschlechterneutral. Hier geht es darum, du möchtest eine neue Welt starten, du möchtest reif und weise in deiner Gefühlswelt werden, in deinen Emotionen, ja, der König der Kelche ist sehr medial, sehr intuitiv, er hat Urvertrauen ans Universum sozusagen, ja, hat eine Anbindung an seine Intuition, vertraut auf den Fluss des Lebens, ist auch ein Menschenfreund, ein Menschenversteher, kann gut zuhören. Mir wird hier gesagt, du möchtest ein Kapitel starten, in dem du weise wirst in deinen Gefühlen, in dem du hier gewusst oder bewusst und gesund Grenzen setzt und dich nicht mehr triggern lässt und aus deinem Urvertrauen, aus dem Fluss des Lebens rausreißen lässt. Ja? Hier nämlich hast du als Königin der Schwerter Erfahrungen gesammelt in deiner Vergangenheit, die dich in den momentanen Zustand gebracht haben, die Gefühle einmal hinten anzustellen, ja, hier sich bewusst abzugrenzen. Wow, das passt ja wieder, schaut mal. Denn die Königin der Schwerter setzt Grenzen, grenzt sich ab. Der ist egal, was Menschen im Außen von ihr denken. Manchmal ist es auch notwendig, rationale Entscheidungen zu treffen, ja, seine Wahrheit auch zu sprechen und die Gefühle einmal hinten anzustellen. So, ich hätte ganz gerne eine Karte für den König der Kelche. Wir klären ab mit dem Bright Sky Lenormand. Ja, du darfst hier an deinen Wünschen festhalten, an deinen Hoffnungen, an deinen Träumen, dass du vielleicht, ne, der ein oder andere eine Partnerschaft mit einem König der Kelche starten möchtest. Du hast Sehnsucht nach Erfüllung in Gefühlen und Emotionen. Du möchtest hier Klarheit haben. Du bist geschützt, gesegnet und geführt. Auf deinem Weg hier reif, weise und stabil in deinen Gefühlen zu werden, ja, hier wendet sich jetzt das Blatt, die Welt dreht sich weiter. Das Schiff ist jetzt aber nicht so schnell, ja, es ist eine lange Reise, ein langer Weg, steht aber auch für die Sehnsüchte. Vielleicht möchtest du hier mal, hier haben wir auch noch das Segelboot drauf, mit einem König der Kelche verreisen. Sehnst dich nach einem König der Kelche und nach, auch nach, ich habe schon wieder Sprachprobleme, nach einem positiven Neuanfang, einem positiven Wandel, einer Reise, einem Umzug, ja? Hier haben wir Reise, hier haben wir Reise. Die Störche bringen ja immer eine positive Veränderung nach.
einer schmerzhaften Phase. Allerdings kann die 10, die Sense, auch für das Einheimsen der Ernte stehen. Ja, aber hier gab es Umbrüche, Zusammenbrüche, Durchbruchsmomente, Rückzugsphasen, Einsamkeit, weil der Turm auf dem Kopf liegt. Ne? Auch eine Selbstständigkeit, die vielleicht einen Umbruch erlebt hat und beendet worden ist. Hier geht das raus. Du beendest auch den Umweg, die Verstrickungen, kommst in deine Heilung, Heilung vielleicht von Mutterthemen, hast vielleicht eine Rückzugsphase von einer weiblichen Energie, Schwester, Mutter, Freundin, Chefin, Kollegin, ja, hier gab es Unklarheiten oder gibt es Unklarheiten bezogen auf einen Ex-Partner, Ex-Partnerin vielleicht, ne, hier hat jemand immer nur an dir gezehrt sozusagen, hat dich leer gesaugt, du bist hier immer im Mangel gewesen, hier gab es keine positiven Nachrichten mehr, obwohl du hier eine Einladung hinter dir hattest, aber du schaust hier in Verbindungen und Verträge und Bündnisse, die dein Herz wirklich berühren und die eine Anziehungskraft bzw. Leidenschaft auch haben. Ja, hier geht es darum, wo schmeißt du deinen Anker und wo darfst du deinen Anker lösen. Hier geht es auch um das Zurückhalten. Ja? Die Königin der Schwerter, die lehnt sich hier zurück und sagt, naja, ich schau mal, wer hier in meine Welt reinkommt, wird sich aber auch bewusst, dass nur noch ein positiver Wandel und Veränderung ansteht mit Menschen, die in gleicher Energie, in gefühlvoller Energie, in spiritueller Energie, im Urvertrauen sozusagen, im Fluss des Lebens mitschwingen. Solche Menschen lasst ihr nur noch in euer Feld. Und alle anderen, die übers Ziel hinausschießen, die über eure Grenzen setzen, denen dreht ihr den Rücken zu. Ja, ihr wendet euch ab von jemand, der nur für sein eigenes Vorteil vorangeschritten ist. Egal ob im Freundeskreis, feststecken in der Familie, feststecken im Berufsfeld, ja, ihr wendet euch hier ab und zieht euren Weg weiter Richtung 2 der Kelche, Erfüllung, emotionale Erfüllung, Herzenserfüllung auf Augenhöhe. So, wir schauen mal in die Herausforderung, ja. Die Herausforderung ist hier, Freude zu haben, für Stabilität zu sorgen, schöne Momente zu erleben, Feste zu feiern, Geburtstage zu feiern, ja, per se seinen eigenen Standpunkt zu vertreten, stabil in seinen eigenen vier Wänden zu sein, ne? Hier auch die 4 der Stäbe stehen für das Haus, für das Zuhause. Hier darfst du deiner Leidenschaft folgen, du darfst in die Aktion gehen, deinem Seelenfeuer folgen. Bist du bereit, hier Feuer in dein Leben zu bringen, ja? Ich muss noch mal lachen, weil wir haben hier auch There's a home waiting within. Hier wartet ein Zuhause auf dich und auch ein Zuhause in dir selber. Die 4 der Stäbe verkörpern genau die gleiche Energie, ja? Die Herausforderung im Monat Mai steht in diesem Sinne drunter, Stabilität und Sicherheit in dir selber zu finden, für das aktiv zu werden, was dich begeistert und motiviert, auch inspiriert, ja? Du schaust hier in die 11, in die Routen sozusagen, in die Klärung, in die Kommunikation, in die Streitgespräche, ne? Eure Energie am Unterdeck. Hier geht es darum, klar Schiff zu machen, auszumisten, auszureinigen, auch zu Hause auszumisten, in seinem Körper auszumisten und stattdessen hier wie mit dem Finger zu schnippen und zu sagen, ja, ich weiß, was ich möchte. Seht ihr das? Ich weiß, für was ich brenne. Ich weiß, von was ich mich jetzt trennen darf. Nicht umsonst liegen diese Karten unter Movement, Choices and Decisions. Ja? Bewegung, Wahl und Entscheidungen. Das ist eure Hauptenergie. Ihr schaut hier auf die Sehnsüchte, ja? Aber nur da stehen, da gibt es so einen schönen Spruch, stehst du am Bahnhof und wartest auf ein Schiff, kannst du lange warten, du musst den Ort wechseln, ja? Wenn du auf dein Schiff wartest, dann darfst du an einen Hafen gehen, dann darfst du das Ufer wechseln, du darfst aktiv werden und deinen Sehnsüchten folgen. Hier positiv in die Veränderung, in die Freude kommen, auch in den Wandel, sich wieder jung zu fühlen und hier aktiv zu werden, um quasi hier, ne, die Unklarheiten auszumisten, auch einen Schlussstrich zu ziehen von Einsamkeit. So, ihr Lieben, wir schauen rein. Das Universum. Was gibt es euch denn mit auf dem Weg als Tipp? Wow. Oh, ich bin gespannt, wie ich eure Legung nenne, aber hier geht es ganz klar um Entscheidungen. Setze bewusste Grenzen, gesunde Grenzen,
Bleibe in der Energie des Urvertrauens, schieße nicht mit dem Kopf durch die Wand und übergehe das Ziel sozusagen, sondern der Weg ist das Ziel. Genieße hier schöne Momente, Grund zur Freude, Grund zum Feiern. Finde in dir, in deinem Körper und zu Hause Stabilität und Sicherheit. Reflektiere, für was brennst du, und dann triff eine Entscheidung mit den zwei der Stäben. Ne? Du hältst hier Ausschau nach dem Neuanbruch des Tages sozusagen, und du darfst hier als Königin der Kelche nämlich in folgende Energie kommen, die Hände einmal so auszubreiten und zu sagen, wie es mir hier schon reingekommen ist: Ich vertraue dem Universum. Das, was für mich kommen soll, kommt. Das, was für mich gut ist, werde ich intuitiv spüren, und alles andere, was meine Grenzen überschreitet, wende ich mich ab. Wow! Ihr dreht euch Richtung positive Veränderung und Wandel, von manipulativen Menschen weg. Ihr habt keine Lust mehr, im Sumpf festzustecken, sondern ihr wollt aktiv werden, positive Nachrichten ausbreiten und empfangen. Hier kommt das Häuschen, wie es mir hier schon gesagt worden ist. Hier darfst du für Stabilität und Sicherheit sorgen, in der Familie, in deinem Zuhause, in deinem Körper, darfst für Harmonie und Frieden sorgen und darfst auch deinen Freundeskreis ausmisten, ja, und darfst prüfen, welche loyalen Menschen lässt du in dein Zuhause. Du möchtest nur noch beständige Menschen an deiner Seite haben, ja. Kann es auch sein, dass du mit einem Hund hier glücklich zu Hause in deinem Umfeld bist. Schaust vielleicht, was kannst du mit deinem Hund alles machen? Wo kannst du dich dem Fluss des Lebens hingeben? Welche Reise kannst du antreten? Aber mit dem Hund geht es um Seelenpartnerschaften, um Menschen, die du in dein Haus hineinlässt, die beständig an deiner Seite stehen, die dir treu und zuverlässig zugesandt sind, ja, oder auch zugewandt, die hier auf die einfach Verlass ist, die dir gut zuhören, die dich verstehen, mit denen hier tiefsinnige Gespräche möglich sind, die auch im Urvertrauen sind und sich endlich im Fluss des Lebens hingeben wollen, um ins göttlich-weibliche Empfangen zu kommen. Wow! So, wir schauen mal, wie entwickelt sich euer Monat Mai? 6 der Stäbe, der Turm, wow, und der Herrscher. Also entweder es schlägt hier wie der Blitz der Herrscher ein, ja, es kommt ein Herrscher in dein Feld, du bist wie vom Blitz getroffen, du wirst erobert, oder aber du schlägst die Hände in die Luft und sagst, yep, ich habe meinen Erfolg, ich habe meinen Triumph, du wirst hier Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Aber erst nachdem alte Strukturen wie hier oben, ne, zusammengerissen sind, niedergebrochen wurden oder mit einem Neuaufbau vielleicht mit einem Herrscher stattfinden kann, ja, nach Transformation, denn hier auf dieser Turmkarte sind ganz viele Schmetterlinge. Wir haben ja hier das Ende von karmischen Zyklen. Das heißt, hier darf alles brachgelegt werden, die Perspektive gewechselt werden. Du darfst dir hier Mut zusprechen, darfst dich in die Höhle des Löwen begeben, auf deine Entscheidungskünste und dein Urvertrauen und deine Intuition, deine heilerischen Fähigkeiten, deine mediale Anbindung vertrauen und dich drauf verlassen. Ja, darfst aber nichtsdestotrotz aktiv werden, dich hier durchsetzen, auch wenn es viel Konkurrenz gibt. Hier geht es nämlich auch um die Struktur und Ordnung. Vielleicht hast du hier auch mit einem Widder zu tun, denn der Herrscher weiß genau, wird quasi aktiv nach einer gewissen Planungsphase, ja, lehnt sich aber auch manchmal in seinem Sessel zurück und weiß genau, wie er sein Königreich regiert. Hier geht es darum, entweder du wirst von einem Herrscher plötzlich erobert, du wirst deinen Erfolg bekommen, was auch immer du dir wünschst, du gehst ja hier weiter, es wird einschlagen wie vom Blitz, oder aber du lässt hier quasi einmal den Blitz einschlagen und machst klar Schiff von allen Menschen, die zu faul waren, sich zu bewegen, die dir nicht entgegengekommen sind, und erkennst jetzt, dass du hier in deine Größe kommst, in deinen Erfolg, in dein Wachstum. So, wir klären mal den Herrscher bitte. Ja, Transformation. Also entweder es kommt ein Herrscher transformiert auf dich zu, oder es geht hier um ein Ende mit einem Herrscher, ja. Ende von Lug, Betrug, Hinterhältigkeiten, von vielleicht auch, ja, Missbrauch wird mir immer wieder gesagt, beziehungsweise auch
wo dein Vertrauen gebrochen worden ist. Ja, du beendest hier Situationen plötzlich mit Menschen, die eben nicht in deine Richtung sich bewegen, die dir nicht entgegenkommen. Bist hier vorsichtig, ne? Der Fuchs, der lauscht hier seine Ohren. Darfst aber auf deine Transformation vertrauen. Ich habe gefragt, die 6 der Stäbe, für was stehen sie denn? Für Nachrichten, Nachrichten auf Umwegen, Nachrichten auf Heilung, Angebote, Kommunikation, irgendwas schlägt hier ein, wie der Blitz. Vielleicht hast du im Außen auch jemand, wo vielleicht ein Herrscher von dannen gezogen ist, kann im Irdischen sein, aber auch ne, in der Energie. Das heißt, hier gab es ein Ende, einen Abbruch. Damit aber hier was Neues aufgebaut werden kann, wirst du hier deinen Erfolg einheimsen, du wirst dich hier freuen, du wirst deines Wertes gesehen werden, bekommst Nachrichten vielleicht von einem transformierten Herrscher, vielleicht auch von einem Chef, ne? Jemand, mit dem hier etwas beendet war. Hier kommt ein Umbruch. Ja, finde den richtigen Weg, ne? Über den Berg sozusagen, die Herausforderungen, Blockaden wollen aus deinem Energiefeld rausgehen. Deswegen schlägt hier die Bombe ein, sozusagen der Blitz. Du stehst hier an der Weggabelung, bist vorsichtig, bist misstrauisch, vielleicht auch bezogen auf einen neuen Mann, auf einen neuen Chef, auf ja, Struktur und Ordnung in deinem Leben. Darfst aber hier alte Glaubenssätze ad acta legen und auf einen Neuanfang vertrauen. Du darfst hier bereit sein, eine neue Geschichte zu schreiben. Auch hier ne, Stabilität in dir und in deinem Zuhause zu finden und alles, was übers Ziel hinausschießt, hinter dir zu lassen. Wartet mal, mir wird gesagt, ich möchte noch ganz gern für den Teufel eine Lenormand-Karte. Eine Lenormand-Karte bitte für Temptation. Danke. Ja. Hier geht es um leidenschaftliche Themen, sexuelle Themen, Harmonie und Frieden, familiäre Themen, Abhängigkeiten im familiären Bereich, Lösen von Energieschnüren, wird mir gesagt. Ne? Hier soll Harmonie und Frieden rein, damit du endlich die Reise antreten kannst, wo du dich schon lange danach sehnst. Etwas wandelt sich hier, wenn du denn aktiv wirst, die richtige Wahl triffst und eine Entscheidung ja, festlegst bzw. deinen Weg einschlägst. So, für euch, ihr lieben Wagen, ja, listen, höre zu. Today is the day. Folge dem Regenbogen. It is time to begin the journey. Ja, hier steht alles auf Reise, Wandel, Umzug, Neubeginn. Jetzt ist der Tag, ne? Heute ist der Tag. Es ist Zeit, eine neue Reise zu beginnen, nämlich hier dem Regenbogen zu folgen. Pull yourself close. Every part of your being is deserving of love. Ja. Ziehe dich in dir selber zurück. Jeder Part von dir selber oder deines Seins verdient Liebe. Ne? Hier kommt mir wirklich das innere Kind auch rein. Du darfst in dir klar Schiff machen, darfst dich in dir zurückziehen, darfst jedem Teil deines Körpers, deines Seins, deiner Seele Liebe schenken. Höre hier mit der Karte 25, listen gut zu. Your inner child has something to say. Da haben wir das schon, was ich gerade gespürt habe. Und be true to who you are. Fear will not stop you from shining. Deine Angst wird dich nicht aufhalten zu leuchten. Sei wahrhaftig der, der du bist. Oder die, die du bist. Ja? Ihr lieben Wagen, ihr dürft hier im Monat Mai euch selber finden, euer Zuhause in euch selber finden. Dankbar sein für all das, was ihr im Zuhause habt, was ihr in eurem Körper habt. Ja, also stolz auf euren Körper, auf euren Selbstwert sein. Jeder Teil von dir verdient es, geliebt zu werden. Das ist notwendig hier, um ein neues Kapitel schreiben zu können, in Selbstwert anzukommen, zu reflektieren, nur noch Menschen ins Feld zu lassen, die es gut mit dir meinen. Ja, und du musst das nicht alleine machen. Du bekommst Hilfe und Unterstützung, wenn du danach fragst. Wow. Wartet mal. Ihr habt ja eine spannende Legung. Noch für die 2 der Münzen wird mir gesagt, zieh noch eine Karte. Ja, triff eine Entscheidung, Richtung, glückliche Fügung, glückliche Momente, bewege dich auf dein Glück zu,
Verankere dich da, wo es dir gut geht, sorge für Stabilität und Sicherheit in dir selber, komme in dir selber an, ja. Hier darfst du deine Wurzeln nochmal überprüfen, wo fühlst du dich sicher, was gibt dir ein Gefühl von Stabilität. So, ihr lieben Wagen, jetzt haben wir es. Hier geht es wirklich um Erkenntnisse, um Entscheidungen, um Wandel. Schnips einmal mit die Finger, sei mutig und begib dich auf das Abenteuer, was auf dich wartet. Eine positive Veränderung in deinen Gefühlen ist hier möglich, ne? Du hast alles, was du brauchst, um dein Licht nach außen zu tragen. Hab einen zauberhaften, schönen Monat Mai. Ich freue mich auf ein nächstes Video mit dir und sage bis dahin und ganz bald. Ciao, ciao, deine Sunny.